Das sind die Narrenschellen. Hat's geklingelt? Ja. Ich glaub's nicht. Hallo. Hallo, Taut, hier ist Petra. Petra, ich grüße dich. Ich hab schon gedacht, ich muss hier schmoren. Ich habe oft genug versucht, also davon ab. Bitte. Und zwar, ich hätte gerne mal gewusst, wo meine Leichen im Keller sind in Bezug auf meine Partnerschaft. Wie lange also hast auf meiner du? Ehe. Wie lange seid ihr denn zusammen? 14 Jahre, davon jetzt 3 verheiratet. Mhm. Dann habt ihr nach 12 Jahren geheiratet. Ja. Geil. Super. Du weißt ja, meistens dann funktioniert es nicht mehr. Wärt ihr ledig geblieben? Wer weiß. Das ist ein altbekanntes Phänomen. Da sind sie 9 Jahre zusammen, dann heiraten sie und dann lassen sie sich scheiden und dann finden sie sich wieder. Sobald der Druck vom Scheinchen weg ist. Von der Gebrauchtgarantie. So, pass auf, folgendes. Das ist genauso, wie ich es vermutet habe. Ich liege gar nicht so verkehrt mit meinem Thema hier. Ja? Das ist irgendwie so nach dem Motto, jetzt gehörst du mir und jetzt hast du zu tun und zu lassen, was ich dir sage. Ja, so ungefähr. Ja? Das ist so dieser Parkservice-Schein, ja? So, in den ersten 12 Jahren war alles super, weil da musste ich mich ja noch ständig um dich bemühen. Ja? Und jetzt, wo ich irgendwie den Garantieschein, was ich glaube, habe, kriege ich die Krise. Wie wäre es, auch wenn dieser Eheschein da ist, Standesamt-Urkunde, wenn er einfach wieder den Zustand vor der Standesamt-Urkunde herstellt, indem er gar nicht darüber nachdenkt, dass diese Urkunde existiert? Ich denke da weniger drüber nach. Ich glaube, da denkt eher jemand anders drüber nach. Davon reden wir ja gerade. Ich rede aber von euch. Ja, ja. Ja? Mhm. Du hast verstanden, das war das Erste, was ich gesagt habe. 12 Jahre ja, ja, zusammen heiraten und nach 2 Jahren die Scheidung einreichen und ja, dann wieder zusammenkommen. Ja, ist ja irgendwo auch die Luft raus und ich weiß nicht, wie ich das Ganze wieder irgendwie aufpacken kann. Nein, also es liegt doch... Immer, nein. Wieso immer nur du? Ja, da frage ich mich langsam nämlich auch. Wieso immer nur du? Ich sag's dir nochmal. Er hat diesen Eheschein in der Hand, ja? Um es nochmal ganz klar und deutlich zu sagen, so nach dem Motto, jetzt gehörst du ja mir, Petra, brauche ich mich ja nicht mehr anstrengen. Wenn dieser Eheschein aufhört zu existieren, kommt er wieder in die Puschen. Ja, er meint immer, er könnte so leben, wie er möchte, also wie ein Single, aber im Gegensatz ist das irgendwie, ich weiß nicht. Also Petra, er hat einen Garantieschein in der Hand. Ja, deswegen sage ich ja irgendwo das Zusichere und ich habe auch wieder angefangen, auch mal mit Freunden wegzugehen. Ja, so muss ja auch sein. Ich kann ja nicht 20 Jahre lang Händchen halten und Däumchen drehen. Ja, ich meine, verwöhnen tue ich ihn immer noch. Aber das ist doch genau der Punkt. Ja. Immer nur du. No, und im Gegensatz kommt da eigentlich reichlich wenig. Er sagt immer, kaputt kann ich, weiß nicht. Ich habe schon gesagt, er soll mal am Arzt gehen. Nein. Der hat geglaubt, mit dieser Urkunde gehörst du ihm. Und jetzt hast du das zu tun, was er sagt. Und deswegen kommt da nichts mehr. Der hat mal eine Woche vor der Hochzeit hat er gesagt, in einer Woche gehörst du mir. Aber das war da. Was habe ich gerade gesagt? Er hat es gekauft. Mhm. Also, wenn dieser Schein nicht mehr existiert, was passiert dann? Dann hast du wieder den Mann, den du 12 Jahre vorher gehabt hast. Also ist doch ganz einfach, oder? Ja, ich habe schon gedacht, das könnte eventuell so ein bisschen mehr an mir liegen. Du sollst jetzt mal aufhören, hier ständig bei dir den Schuldschein zu suchen. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja gut, dann halt ich vorher zur Strand. Petra, was habe ich gesagt? Ja. Was habe ich gesagt? Du hast mir im Prinzip gesagt... Er hat einen Garantieschein in der Hand, du gehörst jetzt mir. Ja, und deswegen strengt er sich nicht mehr an. Doch. Bitte, wenn dieser Garantieschein nicht mehr da ist, was passiert dann? Dann hast du wieder den alten Mann, den du 12 Jahre vorher gehabt hast. Hast du es jetzt kapiert? Ja, aber also, das heißt jetzt nicht, dass ich bescheiden lassen muss deswegen, ne? Du hast nicht kapiert, worum es geht, oder?
Ja, vielleicht nicht ganz. Ja, ich merke das schon, weil du nicht zuhören willst. Ah. Petra, ich habe es dir jetzt 5-mal gesagt. Ich bin leider am Ende der Stunde. Es tut mir leid. Ich denke drüber nach, was du gesagt hast. Genau, mach das mal. Okay? Okay. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.